So, und ich glaube, jetzt kann man es laut aussprechen. Der Dr. Bambi hat das Feuer gelegt. Aber warum hat er das gemacht? Ich hoffe, wir finden es noch raus. Wir sind auf jeden Fall schon wieder in einem Puppenabteil. Oh, komm schon, ich will keine Puppen mehr sehen. Zähnchen. Aber wir kommen wieder, doch, wir kommen jetzt langsam wieder in eine andere Richtung. Wir sind raus aus dem Puppenabteil. Naja, noch nicht so ganz, aber es sitzt schon so ein bisschen. Oh, schaut mal an, wie pompös, ey. Nein, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte es da unten sehen. Das ist doch der Zug. Der Zug sieht nämlich aus wie ein Haus, ein riesengroßer Palast, aber das ist der Zug. Und ich denke, das wird unser nächster Zielort sein, dass wir mit Alice diesen Zug besteigen auf Gleis 9 3 Viertel und nach Hogwarts reisen werden mit ihr. Nein, Quatsch. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, was ist dort oben? Oh, die Puppen. Guckt mal, das ist Chucky, unser Freund. Also eigentlich unser Freund. Heute wollte mich verarschen. Schon wieder Monster. Ach, dort hinten. Na gut, der ist ja noch ein bisschen weit. Ich gehe jetzt erstmal mal hier weg. Hallo! Oh, die Alte rennt aber auch nicht. Es ist doch verflucht. Ich glaube, die schießen nur, wenn ich die wirklich. Gott, endlich. Wenn ich die beschieße und das so drinnen kleben bleibt bei denen. Ähnlich wie bei dem großen, wo ich mit dem Regenschirm die Kugeln zurückwerfen muss. Vermute ich zumindest. Geh durch, Alice. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Oh Gott, Lizzie, was hat er mit dir gemacht? Was hat er mit Alice Schwester gemacht? Ich glaube, das Spiel spielt hier auch einen wichtigen Punkt an, der leider viel zu oft in dieser Gesellschaft passiert und das auch noch ungesehen. Ich rede hier in dem Fall vom Missbrauch. Ich denke, ihr konntet euch das schon denken. Was ich ja persönlich... Das ist eine einfach unsagbar grausame Geschichte, ist das. Wer sowas erlebt hat, dem wünsche ich viel Mut. Alter, was ist das? Dr. Bambi!
Was ist denn mit dem passiert? Leute, ich habe gleich irgendwie das Gefühl... Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Blutsaugender Parasit, der Schaden, den du Kindern zufügst, der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie, mein Geist, der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reise. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Sind wir auch du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Dr. Bambi ist einfach nur widerlich. Der hat die kompletten Waisenkinder missbraucht. Und um an Alice ranzukommen, hat er die Familie und ihre Schwester umgebracht. Weil mit Lizzie hatte ja er anscheinend schon was. Oh Mann, wie grausam sowas ist. Ich war jetzt gerade dabei stehen geblieben, dass das Spiel in dem Fall eben wirklich auf so eine Sache anspricht. Und ich finde das wirklich dermaßen gut gelungen in dem Spiel. Dass es so ein grausames Thema was ist, oder grausames Thema anspricht, was in unserer Gesellschaft sowas von totgeschwiegen wird. Ich wünsch sowas um Gottes Willen niemandem, dass jemandem sowas passiert, vor allen Dingen Kindern nicht. Wirklich niemanden. Das ist einfach nur grausam, was man Kindern damit antut. Man zerstört denen ja teilweise das komplette Leben, weil die dann nachts Albträume haben oder dergleichen und nie wieder irgendeinen klaren Gedanken fassen können. Ich finde das einfach nur, entschuldigt gerade, aber ich finde das gerade einfach nur total traurig und grausam. Rettungshaus für verwahrloste Kinder, Inhaber Dr. Angus Bambi. Ja, vor allen Dingen verwahrloste Kinder und Rettungshaus. In welchem Sinne denn Rettung? Und wo müssen wir jetzt hier eigentlich überhaupt lang? Weil hier hinten ist eine unsichtbare Wand. Hier komme ich auch nicht lang. In das Haus ging es nicht. Aber wir müssten ja rein theoretisch doch hier hinten müssten wir langkommen. Die geisterlosen Seelen hier der Kinder. Nee, hier kommen wir auch nicht lang. Muss ich hier mit jemandem reden? Nummer 8. Nummer 9. Was hast du für eine Nummer? Die kann ich nicht lesen, das ist schwarz. Nummer 9 und 11. Aber wieso kann ich denn jetzt hier nirgendwo... Ach, wir müssen genau hier durch, wo ich dachte, da müssen wir nicht durch. Ach, hier geht's lang. Wer steht dort? Ist das Bambi? Das ist Bambi. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen.
Wie viele Psychen haben Sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. So ein widerlicher Kerl. Oh Mann, aber man merkt, es geht so langsam dem Ende entgegen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Kapitel vom Zug noch war. Der infernalische Zug, genau. Alice hat rausgefunden, was hier abgeht. Und ich muss mich jetzt auch gerade erstmal ein bisschen zurechtfinden. Hier ging es nicht lang. Hier auch nicht. Ich habe gerade irgendwie total die Verwirrung. Ich bin gerade total geschockt von der Story hier dahinter. Müssen wir dort drüben lang? Aber schaut euch das auch mal wieder an. Das ist doch total schön gemacht. Das sieht einfach nur toll aus. Ach ja. Ich glaube wirklich meine... Oh. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderlandzuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay, wir treffen hier gerade alle Charaktere nochmal. Und jeder erzählt uns davon oder will uns einreden, dass wir... Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Oh, ich sitze hier gerade da mit Gänsehaut. Alter Schwede, so krass habe ich das Ende nicht in Erinnerung gehabt. Anscheinend war die Herzkönigin die ganze Zeit unsere Schwester. Sie war ja auch sehr jung, die Herzkönigin, hier in dem Fall, nicht so wie in den Filmen. Ach, das ist einfach, sieht total toll aus. Also wir sind auch voll in Fahrt hier. Der Boden. Wahnsinn. Einfach nur, ich habe jetzt gerade so Gänsehaut, echt. Wir sind jetzt hier einfach durchgegangen.
Und diese Halle kommt mir so unglaublich bekannt vor. Ich habe so Gänsehaut, gerade wirklich. Ich finde es so grandios, wie die das Thema Missbrauch hier ansprechen. Das bekommt man eigentlich so die ganze Zeit gar nicht mit, zumindest nicht beim ersten Mal durchspielen. Das ist irgendwie alles so, das kommt echt so zum Ende erst und ich finde es total toll und das regt halt auch unwahrscheinlich zum Nachdenken an. Genau, Alice, streck dich nochmal, du wirst es brauchen. Ja, du wirst es brauchen. Oh Gott, ich hasse dich.